Ja, es gibt eine neue digitale Schultasche, jetzt im September ist rausgekommen. Die meisten Programme, die wurden aktualisiert. Das LibreOffice ist allerdings noch in der Version 4 drauf. Hier müsste man halt manuell die 5er-Version runterladen und dann halt auf den Stick entsprechend installieren. Dann ist man wieder up to date. Was mir ins Auge gesprungen ist, und zwar ein Programm, das nennt sich Point-to-Fix. Wenn man das startet, übersieht man das fast. Es scheint dann so eine kleine Startfläche irgendwo rechts oben im Fenster. Und wenn ich hier entsprechend auf Start klicke, dann wird hier der Bildschirm eingefroren und ich kann dann anhand von diesen Tools hier entsprechend Markierungen setzen. Also hier habe ich jetzt eine runde Auswahl und ja, dieses Kreuz. Hier habe ich dann einen Zeichenstift. Da kann ich entsprechend dann Linien zeichnen, Rechtecke entsprechend. Ich kann hier so Häkchen setzen. Dann kann ich Kreuze setzen. Ich kann auch hier wieder zum Radieren anfangen. Praktisch dieselben Funktionen wie in dem Microsoft Paint. Ich kann auch hier entsprechend sagen, okay, dieser Bereich hier. Der wird ausgewählt zum Drucken oder zum Speichern. Und was haben wir hier noch? Eine Lupe. Dann kann ich hier bestimmte Details nochmal hervorheben. Und hier zum Schluss bei diesen Tools, entweder kann ich hier alles löschen oder ich kann hier entsprechende Chronik anlegen oder ich sage, das möchte ich ausgedruckt haben oder gespeichert oder in die Zwischenablage legen, um dann mit diesem abgespeicherten Bild entsprechend weiterzuarbeiten. Ist ein starkes Tool, wenn man noch Bildschirmaufnahmen macht. Und natürlich ginge es über die Drucktaste und dann in Word einfügen oder Paint einfügen, aber das hier ist doch um einiges komfortabler. Okay.